Hier bei dem Achtbrücken-Festival in Köln werden wir von Ensemble Musikfabrik und Studio Musikfabrik das Werk Hörflecken von Gerhard Stäbler in Heumarkt in der U-Bahn-Station zur Uraufführung bringen. Bei laufendem Betrieb. Ansonsten ist das gleiche wie gestern. Bitte lasst nicht zu irgendwelchen Notausgängen vor irgendwelchen Brandschutzgeschichten stehen. Viel Spaß. Vielfältige Aspekte reizen mich an dem Projekt. Einmal, dass es die Gelegenheit gibt, etwas zu bespielen, was eben kein Konzertort ist, wo man sich extra vorbereitet hinzugehen, sondern dass man etwas trifft, was man auch nicht kennt, wozu man sich verhalten muss. Und die Leute kommen von der Arbeit, gehen nach Hause, gehen einkaufen. Ja, in der oberen Etage gibt es dann zwei Hauptspielorte, nämlich im Osten und im Westen. Im Westen ist die Musikfabrik mit dem Kammerchor der Universität zu Köln. Im Osten das Studio Musikfabrik mit der Sopranistin Angelika Lutz. Auf der Gleisebene gibt es zwei mitwirkenden Gruppen. Einmal hinter mir zwei Sängerinnen, eine Akkordeonspielerin und zeitweise auch ein Klarinettist. Und dann in den ankommenden und abfahrenden Zügen gibt es eine Theatergruppe, die in den Zügen spielt. Es klingt sehr schön. Aber es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen manchmal, wie weit der Klang trägt. Ich glaube, dass die sehr lauten Sachen sehr gut tragen. Durch das Geräusch manchmal von den Rolltreppen und von Lüftungen und so weiter. Oder manchmal vom vorbeigehenden Publikum, die manchmal auch nicht wissen, dass das eine Aufführung ist, auch sprechen oder etwas, mussten wir die leisen Sachen anheben. Die Ansagen sind an und die sind natürlich mit programmiert. Bei laufendem Betrieb.